Post vom Energieversorger bedeutet in diesen Tagen meist nichts Gutes. Preiserhöhungen stellen viele Bürger finanziell vor Probleme. Der erste Blick sollte in den Vertrag gehen, denn manch eine Forderung der Versorger ist unzulässig. Also wir erleben in der Rechtsberatung bei uns tatsächlich auch dieses Problem schon vermehrt, dass mit einigen Versorgern speziell, aber auch insgesamt sich diese Fälle häufen. Und dort kann es eben zum einen zu unzulässigen Preiserhöhungen dadurch kommen, dass eben bestehende Preisgarantien missachtet wurden. Ich habe also eine Preisgarantie eigentlich zugesichert bekommen, über die sich dann der Versorger aber hinweggesetzt hat. Oder aber es kann sein, dass die Rahmenbedingungen nicht erfüllt wurden, also dass die Ankündigung nicht mindestens 6 Wochen zuvor erfolgte. Oder aber ich nicht auf mein Sonderkündigungsrecht hingewiesen worden bin. Wenn eine eindeutig unzulässige Preiserhöhung angekündigt wurde, dann sollte ich dieser auf jeden Fall widersprechen und den Versorger auffordern, mich zu den bisherigen Konditionen weiter zu beliefern. Unzulässige Preiserhöhungen der Versorger Primastrom und Vox Energie haben sich in den letzten Monaten derart gehäuft, dass der Bundesverband der Verbraucherzentrale eine Musterfeststellungsklage gegen beide Anbieter eingereicht hat. Sie können natürlich zunächst einmal zu uns in die Rechtsberatung kommen und wir schauen uns erstmal individuell Ihren Fall an und was wir in Ihrem Fall für geeignet empfinden. Und sollten wir Sie empfehlen für dieses Musterklageverfahren, dann würden wir Ihnen natürlich dabei helfen, sich dafür zu registrieren und eben an diesem Verfahren teilzunehmen. Die Rechtsberatung der Verbraucherzentrale ist allerdings bereits für mehrere Wochen ausgebucht. Die Berater merken eine starke Verschiebung hin zum Energierecht. Wenn wir jetzt mal annehmen, die Preiserhöhung ist wirksam und ich komme da rechtlich nicht ran, dann ist den Verbrauchern zu raten, auf jeden Fall am letzten Tag, bevor diese Preiserhöhung greift, ihren Zählerstand abzulesen, damit am Ende des Jahres die Abrechnung einfach plausibler nachvollzogen werden kann, einfach transparenter wird und dass man zur Not auch einfach Unterlagen in der Hand hat, die man dem Energieversorger entgegenhalten kann. Und zum anderen erleben wir häufig in der Beratung, dass im Zuge dessen, dass die Abschläge dann ja auch erhöht werden, diese Abschläge meistens zu hoch vom Energieversorger angesetzt werden. Dort kann man dem Verbraucher dann raten, etwa mit Hilfe des Abschlagsrechners auf unserer Website, die Abschläge noch einmal selbst nachzurechnen und zu gucken, ist das, was der Versorger mir hier vorschlägt, überhaupt plausibel. Sollte das nicht der Fall sein, dann sollte man die eigene Rechnung dem Versorger vorlegen und ankündigen, dass man nur Abschläge in dieser Höhe zunächst begleichen wird. Bei der Entscheidung, welchen Weg man als Verbraucher derzeit am besten einschlägt, Grundversorgung oder Sondervertrag, gibt es keine klare Antwort angesichts der ungewissen Preisentwicklung. Immerhin würde die angekündigte Strompreisbremse die Belastungen der Verbraucher etwas reduzieren.